Wunderschönen guten Tag alle miteinander. Hier spricht Kuba Siguera. Das ist immer unsere Erkennungsmelodie, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich möchte bei den vielen Danken, die heute ausgesprochen wurden, auch mit einem Dank beginnen. Dank allen, die uns in den letzten zwei Jahren mit Spenden unterstützt haben, damit wir Kuba auch unterstützen konnten. Vielen herzlichen Dank also für die Spenden und für die Sachspenden im Jahr 2021 und 2022. So hatten wir, dank eurer Mithilfe, ihr könnt ruhig mal euch selber beklatschen. So hatten wir es geschafft, dass 10.500 € als Geldspenden nach Berlin und später nach Kuba transferiert werden konnten. Wir haben mindestens 65.000 € Sachspenden gesammelt in Form von medizinischen Geräten, Krankenhausausstattung und medizinischen Gebrauchsmaterialien. Davon im Rahmen der Impfkampagne in Kuba fast 10.000 Spritzen und Granülen. In drei großen Seekontainern, die teilweise in Gera verladen wurden, wurde das Material nach Kuba gebracht und Kuba konnte so mit eigenen Impfstoffen und mit den Materialien, nicht nur von uns, aber auch mit von uns, die Corona-Pandemie bekämpfen. Der Stand, wie es dort jetzt zur Zeit aussieht, bringe ich dann etwas später. Wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank und nicht vergessen die vielen Fahrradspender. Wir haben insgesamt 283 general überholte Fahrräder nach Kuba geschickt. Und jetzt kann man sagen, okay, Fahrräder, Container, der teure Container, die Fahrräder, das rechnet sich nicht, wie man so schön sagt, im Kapitalismus. Für Kuba und für uns rechnet sich das. Denn wenn die Amis kein Benzin durchlassen, dann kommen die Leute nicht auf Arbeit. Und wenn sie nicht auf Arbeit kommen, gibt es keine Produktion. Und da ist die Lage, verschlechtert sich immer weiter, oder wird es sich immer weiter verschlechtern. Nichtsdestotrotz, in den Landwirtschaftsobjekten, die wir betreuen, dort sind die Fahrräder hingegangen. Dann fahren die Leute mit dem Fahrrad auf Arbeit. So einfach ist es. Und wenn wir von Gera sprechen, und Gera sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus keinen so besonderen Ruf hat. In Kuba hat Gera einen ganz besonderen Ruf. Wir waren dort zweimal im Fernsehen mit den Sachen, die wir dort hingebracht haben. Und in der Granma, in der Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas, war auch ein Foto abgebildet. So. Und es war für uns auch eine besondere Anerkennung, dass in 2021 der kubanische Botschafter Gera besucht hat. Und vergangenes Jahr, als die neue Botschafterin akkreditiert wurde, gleich nachdem sie akkreditiert war am 12.04., ist sie in Gera gewesen. Wurde heute schon mal irgendwo erwähnt. Das ist eine Anerkennung für unsere Arbeit, für unsere gemeinsame Arbeit. Weil wir ja eine AG der Partei der Linken sind und nicht jetzt im luftleeren Raum existieren. Das vielleicht zur Danksagung. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst. Die Lage auf Kuba ist zurzeit nicht so einfach. Aber schnell. Bitte? Schnell. Ich bin doch ein bisschen länger, machen wir von der Mittagspause weg. Also, es ist schwierig zurzeit in Kuba. Es fehlt durch die Pandemie der Tourismus, die Haupteinnahmequelle. Die Inflation galoppiert, das Geld verliert unheimlich an Wert. Aber vor allem ist die jetzt über 60-jährige Blockade der USA, der Wirtschaft, Handels, Finanzblockade, seit über 60 Jahren. Und der Herr Trump, was in meinen Augen ein Verbrecher ist, hat diese Blockade nochmal verschärft. Und auch ein Herr Biden, der sich jetzt als Friedensengel in der Welt zeigt, hat von diesen Verschärfungen nichts, aber gar nichts zurückgenommen, außer eines, dass die Kubaner, die Exilkubaner, jetzt wieder Geld nach Kuba schicken dürfen, zu ihren Verwandten,
Ansonsten ist das alles so geblieben, wie ein Herr Trump das gemacht hat. Ach so, und das Konsulat haben sie den Havanna wieder eröffnet. Das ist aber sowieso eine Basis der CIA, da sind sie nur auf dem Tisch vor Ort. Was anderes ist das nicht. Dieses Gesetz nennt sich Cuban Liberty and Solidarität. Also die kubanische Freiheit und die Solidarität. Welch ein Grund, kann man nur sagen. Die EU, zu der wir ja auch gehören, lehnt diese Sanktionen ab, gegen diese, selbst gegen die ausländischen Firmen. Die USA legitimieren ihr völkerrechtswidriges Vorgehen, indem sie Kuba auf einer Liste der terrorunterstützenden Staaten gesetzt hat. Muss man sich mal überlegen, mit welchem Recht und auf welcher Rechtsgrundlage, kann mit Sicherheit nicht im Völkerrecht stehen. Die Realitäten sprechen eine andere Sprache. Es gab alleine in den letzten Jahren seit 1960 3.310 ermordete Kubaner durch die Aktionen der USA. Mensch, klingeln nicht laufen. Also was macht Kuba trotzdem lokal? Das darf ich noch ausführen. Ne? Ja, es gibt Stromausfälle jede Menge und es gibt auch größere Versorgungsprobleme. Und da helfen auch punktuell, das was wir machen, ist ja nur punktuell. Also es hilft nicht, was wegzukriegen. Aber man muss das so einschätzen, die schwerste und längste Kriegshandlung der Geschichte zeigt alltägliche Wirkung. Denn das ist eine Kriegshandlung, die Blockade, ohne dass ein Schuss fällt, mindestens Beihilfe zum Mord, wenn nicht noch mehr. Und wie viele Leute sind allein in der Pandemie umgekommen, weil die Amerikaner es geschafft haben, sämtliche Beatmungsgeräte, die man gebraucht hätte, um die Schwerstfälle zu retten, wurden blockiert, kamen nicht an. Schiffe werden umgedreht auf der Küste, auf der See, beziehungsweise die machen es dann nicht, weil sie 6 Monate dann keine amerikanischen Häfen zum Beispiel anlaufen dürfen. Machen es auch mit Fahrgastschiffen. Und trotzdem gibt es in Kuba immer noch ein kostenloses Bildungs- und Gesundheitswesen, auch wenn es Mangel an, es gibt immer noch Milch für die Schulkinder. Und es gibt kubanische Ärztebrigaden, das sind nicht die sogenannten Terroristen, so bezeichnen sie die Amis, die in der ganzen Welt helfen bei Havarien. Zum Beispiel jetzt Notstand in südlichen Italien. In Italien waren die schon mal zur Pandemie, jetzt gehen wieder 500 Ärzte in südliche Italien und helfen dort. Könnten wir vielleicht auch gebrauchen, werden die Wartezeiten bei den Ärzten nicht ganz so lang, sondern könnten etwas minimiert werden. Da regt sich die USA auf, dass die Leute nur ein Viertel des Lohnes bekommen. Natürlich können die nicht alles kriegen, es müssen Devisen eingespielt werden. Da plötzlich sind die Ärzte, werden sie als Mittel zum Zweck genutzt. Und dann gibt es eine ganze Menge, es wird ja alles in Deutschland nicht bekannt, das kannst du nochmal kümmern. Da gibt es die Außenhandelskammer in Havanna. Das ist sowas, mein Lieber, ich hatte dir gesagt, du hast nur 5 Minuten. Und die sind jetzt schon lange rum. Das kannst du jetzt nicht mehr alles nennen. Ja, 3 Zeilen mache ich jetzt noch. Ja, 3 Zeilen. 3 Zeilen, ne? Also, die Pharmaindustrie Kubas bietet ein enormes humanes Kapital. Das schätzt nicht die Kranma oder sonst wer ein, das schätzt ein die Außenhandelskammer der deutschen Industrie. Die haben dort ein Büro. Warum ist aber in Deutschland nicht bekannt? Warum macht die Industrie nicht? Zum Beispiel der Herr, wer ist der Gesundheitsminister? Ich komme jetzt nicht gleich auf den Namen. Der Herr Lauterbach. Lauterbach, oder? Lautenbach. Ein Impfstoff gegen Hepatitis C gibt es auf der ganzen Welt nicht, verkündet er hier. Die Kubaner haben den. Er wird bloß hier nicht anerkannt. So, die haben nur 5 Impfstoffe gegen Corona. Die sind seit 1,5 Jahren bei der WHO eingereicht zur Anerkennung. Werden nicht anerkannt. Trump hat ja schon mal geübt, er hat damals der WHO das Geld gestrichen. Deswegen passiert dort nicht mehr. Das war jetzt schon deutlich mehr als 2 Sätze. Danke für eure Aufmerksamkeit. So ist gut, dann jetzt nochmal.